Moin, willkommen in Hamburg im Stadtteil Dulsberg. Wir stehen hier an der U-Bahn-Linie U1 und zwar an der Einfahrt in den Tunnel zwischen den Stationen Wandsbek-Gartenstadt und Alter Teichweg. Die Hochbahn hat in letzter Zeit eine ganze Reihe Züge der Baureihe DT3 ausgemustert. Inzwischen gibt es so viele Züge von der Nachfolgebaureihe DT5, dass zum Beispiel auf der Linie U3 die älteren Fahrzeuge nicht mehr benötigt werden. Dafür gibt es aber jetzt außer den DT4, die ihr gerade im Hintergrund hinter mir gesehen habt, wieder Züge der Baureihe DT3 auf der U1 zu beobachten. Jetzt im Sommer 2019. Die häufigsten Fahrzeuge auf der U1 sind die vierteiligen Triebzüge der Baureihe DT4. Noch ein DT3 in Richtung Innenstadt. Noch aus dem Tunnel heraus hört ihr gleich das typische Geräusch des DT3 beim Bremsen. Denn direkt nach der Kurve, ungefähr 100 Meter hinter der Tunneleinfahrt, liegt schon die Haltestelle Alter Teichweg. Hier konntet ihr hören, wie der Zug schon mal vor der Kurve etwas abgebremst hat. Danach geht es bald in den Tunnel. Auch DT5 kann man auf der Linie U1 sehen. Hier ein Langzug aus 3 Einheiten in Richtung Norden, nach Großhansdorf. Und noch ein DT3 Langzug.
Hier ein Hubschrauber, der gleich beim Bundeswehrkrankenhaus landen wird. Hier stehen wir an der Rampe kurz vor dem Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt. Unmittelbar südlich vom Bahnhof Farmsen. Die Züge von hier aus in Richtung Innenstadt fahren größtenteils weiter bis Norderstedt-Mitte. Auf dem östlichen Abschnitt der Linie, vor allem von Farmsen über Wandsbek bis zur Innenstadt, nutzen viele Fahrgäste die U1. Daher gibt es morgens Verstärkungszüge, die bis Stephansplatz fahren, in der Nähe vom Bahnhof Dammtor. Verstärkungszüge, die in Farmsen enden, fahren auf das innere Gleis. Entsprechend wird hier regelmäßig die Weiche gestellt. Hier kommt ein Zug nach Stephansplatz, in Langsamfahrt, weil ein anderer Zug unmittelbar vorausfährt. Noch ein paar Bilder von einigen DT3, die ihre letzte Fahrt angetreten hatten.
Als Bonus noch diese U-Bahn-Fahrschule aus dem Jahr 2018, ebenfalls in der Nähe vom Berliner Tor. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.